Alle Begegnungen ist der Marcel. Mache hier ein Far Cry 6 für die PS5. Los geht's! Supremo sind nicht nur einfache Zerstörer. Sehen wir uns diesen Supremo an. Okay, kann ich ausrüsten. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist Supremo-Kleber. Du brauchst ihn, um Hilfsmittel herzustellen. Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine Falschen. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Dann sollen wir noch anwählen. Oh nein. Das ist ein großes Krokodil. Das ist hier, okay. Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriera. Das wäre echt, dass wir die blocken. Wo? Ach, das L1 halt den Waffenrad und wähle ein Hilfsmittel. Das ausgewählte Hilfsmittel. Gerade durchbrechen? Clara glaubt es. Aber was glaubst du? Sehe ich aus wie ein Kanadier? Aber die Geschichte ist auf unserer Seite. Ein Geschichtsbuch hat noch nie eine Kugel aufgehalten. Selbst wenn wir durchkommen, hat Castillo 300.000 Leute auf der anderen Seite. Okay, Tour. Mal schauen, was uns der Gegenstand bringt. Richtung. Allgemeine Verteidigung wird stärker erhöht, wenn du sprintest. Okay. Also, in dem haben wir hier nichts gehabt. Dann haben wir doch da. Ich glaube, haben wir auch noch nichts, aber Kleider. Vielleicht besser. Auch nichts. Wieder auch nicht. Ich habe zwingen, dass ich mehr um stärker zu werden, um die zu schaffen, als zu einen Satz abschließen. Okay. Terrorische Ziele einnehmen, mit deutschen Vorräten Ressourcen stören und stellen. Okay. Zu warten, bis sie kommen und uns töten. Ich trink nichts aus der Ruhe. Ist nach meiner Meinung gefragt, Alferi. Ich habe einen Job für dich. Dann. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime am Leben. Zerleg dieses Sklavenlager. Suerte. Ja, gut. Hola, Guerriera. Zeit für einen Probelauf mit dem Supremo. Wenn es zu viele Soldados werden, drückst du einfach ab. Ach ja, eine klitzekleine Kleinigkeit solltest du vielleicht noch wissen. Mhm. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Das sind optimistisch. Vielleicht die einzigartigen Fähigkeiten. Du kannst den Supremo mit auslösen, okay? L1 und R1 auslösen, okay? Wenn ich die Zähne drücke, du Soldaten ausschaltest, lädt der Supremo sich schneller auf. Okay, das klingt gut. Das. Ja, du! Sag mir, was du weißt. Die FND hat ein Treibstofflager an der Ostseite von Santuario beschlagnahmt. Libertad braucht diesen Sprit. Sehr nett von dir. Okay. Ah, okay, da haben wir schon Informationen bekommen. Ja, das ist eine geile Variante. Geil. Ja, wir haben aber. Ich habe nur eine Basis von mir. Ah, da war die Folge. Was ist denn? Okay.
Und du warst noch nicht so cool und lässig auf dir. Schade. Ja, toll. Ah! Na, endlich. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3, wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Na, Rutzmaske, Körperbedeckung. Hilft dir etwas? Okay. Der sieht überhaupt nicht so stylisch aus, okay. Aber, ja. Egal, Hauptsache es hilft. Gibt es ein Händchen? Wenn du brennst, werden die Flammen automatisch gelöscht. Ich glaube, das wäre auch noch gäbe, wenn ich den Flammenwerfer mal auf. Die richtige Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir, am Leben zu bleiben. Ja, ja, das richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt das eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu, wenn wir das gemeinsam durchziehen, musst du von dem Gift wissen. Du meinst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240, aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fegt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht macht, der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Ich folge dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Hier hoch, Dalle. Ja, schon mal gesehen. Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuhalten. Ja. Oder die Protektores de la Patria. Die Ehre
Hallo. Schaut seit drei Wochen aus. Seit der anderen Woche. Dann sie. Oh, das war eine schlechte Idee gewesen. Nein, ich gehe runter. Pass ihn! Gib alles! Hoppla! Es ist sehr passiert. Geregelt, hoppla. Du willst die Bälle bitte, ne? Ah, weg. Geregelt, hoppla. Ah, back.
Ah, scheiße. Warte. Ah, du bist eine Familie. Hey, ich hab grad was gefunden. Sammeloberstift. Hey. Ah, hat sich ein Antrag bereit. Ah, du bist so falsch. Ja, Herr. Brennen wir schnell hin, auch. Ich muss doch eine Ausgabe nehmen. Ganz schlecht ist. Ah, da ist ein Operativ. Das ist hier. Okay, der ist lang, du bist. Supremo, ich hab's bereit, ich hab's bereit.
Das Ganze abhacken. Ich muss noch mehr zerstören. Ja, weiß ich ja auch noch nicht. Also Benzin bringt man aber nicht zu, oder? So, ich mache das halt anders. Jetzt muss ich aber nicht den Terragon schießen. Immer noch da. Danke. Das ist wirklich zu hart. Okay. Dann muss ich noch nicht davon damit. Geht mir nicht, ne? Ha, jetzt. Ich hab nicht mehr gehört. Doch, ich kann ziehen. Glaub mal was. Ja. Obwohl mit mir kann man das Jahr nicht aus dem Beruf. Das Benzin ist nicht einfach was mit, ist auf die Spring. Mit einer Tasche. Handlauf. Unterwegs. Da muss ich doch her. Also, so. Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen. Kommt mir bekannt vor. Scheiße, du kannst wirklich auf dich auf... Was? Jedenfalls, scheiße. Du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Tipptopp, somit hat die Mission abgeschlossen. Feuer und Zorn.
Stecke. Ja, ein bisschen schauen, ob da was wirklich nahe. Das ist schon eine Basis, die man hier erobern kann. Aber das nächste Mal, denke ich. Ich habe ein Pferd gehabt. Ein Schlau. Pferd nachher zu. Lada, ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht zu Hause zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Dani, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Dani. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Und was ist mit Pferd, Herr? Ich denke, wenn das Video es hat euch gefallen, vielleicht, wenn es gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.